Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich möchte mit euch heute ein kleines Wunschfilmchen machen. Das magische Bucket kennen ja bestimmt viele von euch. Es ist ein super tolles Rezept, geht auch ratzfatz. Das Einzige, was man braucht, ist Zeit. Nur das Problem ist, dass viele sich an diesen weichen Teig nicht rantrauen. Die Angst möchte ich heute euch nehmen, in der Hoffnung, dass es wirklich auch diejenigen testen mal, die vor diesem Teig wirklich Respekt gehabt haben und gesagt haben, nee, den mache ich nicht. Es gibt ja verschiedene Rezepte von dem magischen Rezept. Ich möchte euch heute mein Rezept zeigen, das was ich eigentlich ruckzuck immer schnell zusammenrühre. Dafür brauche ich keinen Thermomix, also mache ich auch meinen Mixtopf deswegen nicht dreckig. Ich tue das alles in einer Schüssel mit einem Spatel verrühren. Wie ich das mache, zeige ich euch gleich, aber dafür hole ich euch von vornherein schon mal näher zu mir her. Für unser magisches Baguette brauche ich eine Schüssel. In diese Schüssel fülle ich jetzt 300 Gramm lauwarmes Wasser hinein. Gib zwischen 15 und 20 Gramm frische Hefe dazu. Das Brot könnt ihr auch den Teig könnt ihr auch vormittag vorbereiten. Umso länger die Gehzeit ist, umso weniger Hefe nehmt ihr. Also ihr könnt da auch mit 5 Gramm Hefe arbeiten, in der Früh herstellen und abends dann backen. Ich habe jetzt noch eine Prise Zucker dazu gegeben zu der Hefe. Dies verrühre ich jetzt einfach mit dem Spatel, damit sich die Hefe schön aufgelöst hat. Zu meinem Hefewasser gebe ich jetzt 380 Gramm Dinkelmehl Typ 630 dazu. Und 1,5 bis 2 Teelöffel Salz. Das war jetzt einmal das Grundrezept. Und danach könnt ihr es praktisch jetzt noch verfeinern, indem ihr 70 Gramm Röstzwiebeln dazu gebt. Oder kleingeschnittene Oliven dazu gibt. Oder ihr gebt kleingeschnittene getrocknete Tomaten dazu. Peperoni könnt ihr ja dann auch dazu geben. Das könnt ihr dann nach eurem Geschmack verändern, dieses Grundrezept. So, das verrühren wir jetzt ganz schnell. Das geht auch ganz einfach. Dauert auch gar nicht lang. Jetzt auch. Wie ihr seht, geht es eigentlich ruckzuck. Jetzt darf mein Teig zugedeckt eine Stunde, eineinhalb bis zwei Stunden ruhen. Danach wird er gestützt, halbiert und gebacken, aber zu dem Schritt hole ich euch noch mal zu mir her. Wie gesagt, das ist jetzt mal das Grundrezept. Verfeinern könnt ihr es nach eurer Wahl. Wir sehen uns später wieder. Mein Teig ist jetzt gegangen. So sieht er aus. Ihr seht, wie weich der Teig ist. Meinen Backofen habe ich jetzt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze aufgeheizt. Ihr könnt ihn natürlich auch auf 250 Grad aufheizen, aber dann ändert sich die Backtemperatur. Ich backe immer bei 230 Grad. Mein magisches Baguette. Hier habe ich mein Baguetteblech schon vorbereitet. Habe ein Baguetteblech und da habe ich jetzt Backpapier reingelegt. Und weil es ja zwei Baguettes gibt, damit mir dann beim Auflegen des weichen Teiges mein Backpapier nicht verrutscht, tue ich einfach die mittlere Backschiene mit einem Gegenstand befestigen. So verrutscht mir auch das Baguette. Zum nächsten Schritt hole ich euch näher zu mir her. So, ich habe mir jetzt schon alles hergerichtet. Hier ist meine Unterlage, hier ist mein Baguetteblech, mein Teig. Meine Unterlage werde ich jetzt gut bemehlen.
gebe jetzt meinen weichen Teig auf meine Mehlfläche. So. Ihr seht, er fängt schon an zu laufen. So, jetzt mehle ich wieder meinen Teig. Es gibt dann auch eine schöne rustikale Fläche und halbiere ihn. Den Teig bitte nicht mehr kneten, einfach so jetzt belassen. So, jetzt greife ich von unten rein, beiden Seiten, und lege es auf mein Backblech. So, und mit dem zweiten genauso. So sieht's jetzt aus. Mein Nudelholz entferne ich jetzt. Nun darf mein magisches Baguette bei 230 Grad ca. 20 bis 23 Minuten in den Backofen. Nach meiner Backzeit sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, mein Baguette ist gerade aus dem Ofen geschlüpft. Ich lasse es so auskühlen. Nehme ich es runter und lasse auf einem Auskühlkocher auskühlen. Zeigt euch mal. So sieht das magische Baguette jetzt aus. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Traut euch an das Baguette dran. Der Geschmack ist super. Ihr könnt den Teig am Abend machen, in den Kühlschrank gehen lassen, am nächsten Tag mittags dann rausbacken oder in der Früh zubereiten, den Teig im Kühlschrank gehen lassen und dann abends backen. Das macht dem Teig überhaupt nichts aus, nur tut ihr dann die Hefe auf 10 Gramm reduzieren. Ihr könnt sie mit Speckwürfeln verfeinern, den Teig. Ihr könnt, wie vorhin schon gesagt, Oliven dazugeben, ihr könnt getrocknete Tomaten dazugeben, ihr könnt Gewürze dazugeben, wie italienische Gewürze zum Beispiel. Also da sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt den Teig auch, nachdem ihr praktisch das verrührt habt, in zwei Schüsseln umfüllen. Den einen macht ihr mit Speckwürfeln, den anderen mit Oliven oder lasst ihn Natur. Und dann braucht ihr den aber nicht mehr teilen, sondern dann gießt ihr einfach das Baguette aus eurer Schale in eure Baguetteform hinein. So, ich hoffe, ich habe euch etwas die Angst vor dem magischen Baguette nehmen können. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.